Bestimmte schon lange vorhandene Flugzeugtypen immer und immer weiter auszureizen, das ist bei den Passagieren zurzeit aus guten Gründen nicht so wirklich gern gesehen. Beziehungsweise die Herangehensweise eines Flugzeugherstellers, vorausgesetzt er möchte mit dieser Herangehensweise sein Flugzeug immer auf Krampf, immer wieder in die aktuelle Zeit pressen, das bekommt mittlerweile auch aus guten Gründen einen unschönen Beigeschmack. Mit anderen Worten, wenn man das als Flugzeughersteller unbedingt machen muss bzw. unbedingt machen möchte, sein Flugzeug immer wieder durch bestimmte Updates in die moderne Zeit zu holen, in die aktuelle Zeit zu holen, dann sollte man das auch vernünftig machen. Und wir haben das auch in anderen Videos schon immer mal wieder angesprochen, der europäische Flugzeugbauer Airbus, der sieht anscheinend noch eine ganze Menge Potenzial in seiner aktuellen Flugzeugpalette. Und das trifft jetzt auch somit das jüngste Mitglied dieser Flugzeugpalette, und zwar den Airbus A220. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Dass man mit Standardrumpfflugzeugen mittlerweile durchaus in für Airlines interessanten Konfigurationen bzw. mit für Airlines interessanten Beladungen über den Atlantik fliegen kann, das ist mittlerweile absolut klar. Und man sieht, das kommt auch durchaus gar nicht mal so schlecht an. Fluggesellschaften wie beispielsweise JetBlue, die werden schon bald mit einer Flotte bestehend aus A321 in der Long-Range-Version bzw. auch dem A220 endlich mal im großen Stil über den Atlantik fliegen. Das gab es vorher bei dieser Fluggesellschaft noch nicht. Ob das wirklich gut funktioniert und gut bei den Gästen ankommt, das wird ganz einfach die Zukunft zeigen. Aber jetzt mal weiter im Text. Ein Airbus A321 XLR, also mit nochmals verlängerter Reichweite, ist ja schon länger ein wirklich großes Thema. Da wird viel spekuliert. Jetzt gab es aber vor kurzem vom Airbus-Verkaufsleiter ein paar wirklich interessante und detaillierte Informationen zu einem solchen Flugzeug. Er sagte nämlich, man wird den Kunden einen Airbus A320 mit größtmöglicher Reichweite bieten. Also einen Airbus A321 XLR, für den es jetzt anscheinend bei Airbus intern schon grünes Licht gab, wird es dann höchstwahrscheinlich mit einer Reichweite von etwa 8700 Kilometern geben. Das sind dann also knapp 1300 Kilometer Reichweite mehr als bei einem A321 in der Long Range Variante, knapp 2000 Kilometer mehr Reichweite im Vergleich zu einem A321 Neo und fast 3000 Kilometer Reichweite mehr als im Vergleich zu einem A321 ohne Neo, so wie er heute durch die Gegend fliegt. Möglich gemacht wird diese immer weiter ansteigende Reichweite selbstverständlich erst einmal durch den Effizienzgewinn von neueren Triebwerken, also auf dem Weg vom A321 zum A321 Neo, jetzt aber vor allem durch ein immer und immer weiter gesteigertes maximales Abfluggewicht. Und so wird der A321 XLR höchstwahrscheinlich der erste Airbus A321 sein, der beim Start mehr als 100 Tonnen wiegen darf. Zusammen mit dem A330 Neo, diese beiden Flugzeugtypen in Kombination, damit sieht sich Airbus ebenfalls laut Aussage des Verkaufsleiters des europäischen Flugzeugbauers sehr gut gewappnet für eine mögliche Boeing 797. Airbus kann einfach mit einer guten Kombination aus A330 und A320 Familie bzw. A321 in ihren hochgezüchteten, aber dennoch sehr ausgereiften Versionen, damit können die einfach sehr viel an Kapazitäten und auch an Flugstrecken abdecken. Jetzt ist nur fraglich, ob Airbus dann eventuell nochmal das Projekt eines verlängerten A321 angehen wird, also ernsthaft angehen wird, um damit die Lücke zwischen dem größten Standardrumpfflugzeug des europäischen Flugzeugbauers und dem nächstgrößeren Widebody, um diese Lücke dazwischen dann wirklich ganz perfekt zu schließen. Mit anderen Worten, einfach eine neue Boeing 757 zu bauen. So hätte man dann eine tatsächlich perfekte Alternative für ein eventuelles New Middle of the Market Flugzeug, was von Boeing möglicherweise in den nächsten 10 Jahren kommen wird. Und so hätte man beispielsweise auch eine gute Alternative für Flugstrecken, die beispielsweise im asiatischen Raum jetzt mit der Boeing 787 oder dem A330 geflogen werden. Oft sind das keine wirklichen Langstrecken bzw. sogar Mittelstrecken, bei denen die wirklich enorm große Reichweite der Flugzeuge gar nicht ausgenutzt wird, aber auch die Kapazität nicht so richtig ausgenutzt wird. Auch da könnte ein A322 beispielsweise sehr gut funktionieren. Und diese Maschine als verlängerte Version des A321 galt ja auch nie wirklich als unmöglich. Und trotzdem stellt man sich bei einem möglichen A322, gerade aufgrund der aktuellen Ereignisse, doch ein paar interessante Fragen. Tailstrike beispielsweise ist heute schon beim A321 ein Thema und könnte ja dann bei einem nochmals verlängerten, auf 50 Meter zugehenden A322 wirklich ein Problem werden. Oder man schaut sich mal die Tragflächen an. Wie viel Gewicht können Tragflächen, die zwar optimiert wurden für den A321, aber dennoch auf der A320-Basis stehen, wie viel Gewicht können die denn wirklich tragen, ohne dass man zu große Kompromisse beim Thema Performance eingehen muss?
Die Tragflächen des A321 nutzen zwar bereits jetzt ein optimiertes Klappensystem im Vergleich zum A320, allerdings dürfte das einen wirklich großen Unterschied machen, ob da jetzt ein 79 Tonnen schweres Flugzeug zwischen den Tragflächen hängt oder eventuell eins, was vielleicht 105 oder sogar 110 Tonnen schwer ist. Ob dieser Schritt also so wirklich einfach funktionieren könnte, das bleibt erst einmal abzuwarten. Nachbesserungen wie beispielsweise ein erhöhtes Fahrwerk, um dieser Tailstrike-Geschichte vorzubeugen, oder stärkere Triebwerke, komplett überarbeitete Tragflächen vielleicht sogar, das lässt das ganze Projekt erstmal so ein bisschen in die Ferne rücken. Und erinnert natürlich auch direkt mal so ein bisschen an die 737 MAX. Im Vergleich dazu ist der A321 XLR, der jetzt höchstwahrscheinlich kommen wird, also vielmehr eine wirklich nachvollziehbare Evolutionsstufe der A320-Familie. Einige Fluggesellschaften, darunter beispielsweise auch die Billigfluggesellschaft Level, haben für diesen möglichen Flugzeugtypen schon mal ziemlich großes Interesse angemeldet. Jetzt aber nochmal, wie anfangs erwähnt, zum Airbus A220. Im Vergleich dazu endlich mal ein wirklich hochmodernes Flugzeug, der schon zu Bombardier-Zeiten mit ganz viel Potenzial geplant wurde. Dass Airbus was dran machen wird, ist ziemlich klar und sie werden jetzt auch was dran machen. Und zwar wird man das Abfluggewicht des Flugzeuges erhöhen. Das Maximalgewicht beim Abheben wird bei beiden verfügbaren Versionen um etwa 2300 Kilogramm angehoben. Klingt erstmal gar nicht so viel, vor allem wenn man noch das 777-Video im Kopf hat, wo die das Abfluggewicht mal eben um 30 Tonnen erhöhen, macht aber bei so einem vergleichsweise kleinen Flugzeug doch schon ganz schön was aus. So erhöht man das maximale Abfluggewicht beim A220-100, also bei der ehemaligen CS-100, bei der kleineren Version, von etwa 61 Tonnen auf jetzt etwas mehr als 63 Tonnen und bei der größeren Version beim A220-300 kommt man jetzt von etwa 67 Tonnen auf fast 70 Tonnen maximales Abfluggewicht. Das soll den verschiedenen Fluggesellschaften mit diesem Flugzeugtypen jetzt mal knapp 800 Kilometer zusätzliche Reichweite ermöglichen. Das ist schon eine ganze Menge. Da kommt man dann beim A220-100 auf etwa 6200 Kilometer, bei der 300er Version auf etwa 6300 Kilometer. Gerade durch das entsprechende ETOPS 180 Rating, das das Flugzeug ja bereits hat, könnte man bei den Fluggesellschaften bald ein paar zusätzliche, wirkliche Point-to-Point-Verbindungen sehen. Was durchaus interessant sein könnte. Also versteht mich da bitte nicht falsch, durch diese Reichweitensteigerung wird man das Flugzeug jetzt nicht tausendfach ordern. Aber die Flexibilität bzw. der Umfang an möglichen Flugstrecken, der durch Airbus mit diesem entsprechenden Flugzeugmodell ermöglicht wird, der steigt immer weiter an und das kann erst einmal nichts Schlechtes sein. Beim Video zur Boeing 787 ist einigen von euch schon etwas wirklich Interessantes und auch Richtiges aufgefallen. Und zwar, obwohl man es der 787, dem Dreamliner, ja immer nachsagt, dass es ein Point-to-Point-Flugzeug ist, so wirklich Point-to-Point-Strecken fliegt das Flugzeug gar nicht unbedingt. Also das ist auch so ein bisschen Interpretationssache. Wenn es darum geht, dass die Boeing 787 durch ihre gestiegene Effizienz gewisse Point-to-Point-Nonstop-Verbindungen erstmal wieder ermöglicht, dann stimmt das schon irgendwo. Aber so wirkliche Point-to-Point-Verbindungen in dem Sinne, dass man zwei eher kleinere Flughäfen miteinander nonstop verbindet, das fliegt die Boeing 787 zurzeit nicht wirklich. Das wird sich auch in naher Zukunft nicht unbedingt ändern. Aber genau dahin passt halt eben der A220 bzw. der A321 in ihren Reichweiten gesteigerten Versionen. Airbus ist also für die nahe Zukunft auf gar keinen Fall schlecht aufgestellt. Die bieten wirklich zurzeit eine ganze Menge richtig gut passende Modelle an. Jetzt kommt es, glaube ich zumindest, sehr darauf an, was die Fluggesellschaften aus diesen Möglichkeiten machen und vor allem auch inwiefern dort die Flughäfen mitziehen können. Denn dann geht es ja um Themen wie Stellflächen, Parkplätze, Abfertigungsmöglichkeiten oder auch natürlich um Kapazitäten bei den Flugbewegungen oder auch um Kapazitäten bei der Flugsicherung. Das ist jetzt schon ein großes Thema und wenn immer mehr eher kleinere Flugzeuge dazukommen, dann wird das schnell mal ein großes Problem. Ansonsten kommt jetzt noch der Punkt, ich kann nicht so lange in einer engen Röhre sitzen oder ich möchte nicht so lange in einer engen Röhre sitzen oder ich möchte eben nicht mit einem solchen Flugzeug eine Langstrecke fliegen. Auf der einen Seite kann ich das durchaus verstehen, auf der anderen Seite meine ich eben genau das mit die Fluggesellschaften, auf die kommt es jetzt an. Denn ich denke mal, gegen diesen Punkt kann man wirklich gut gegen anarbeiten, wirklich wirksam gegen anarbeiten, mit einem guten Produkt, mit einem vernünftigen Produkt, mit einem gut designten und großzügigen Produkt. Aber wie seht ihr das denn? Ich weiß, da haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen, aber gerade im Hinblick auf den A220 interessiert mich da wirklich eure Meinung. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie immer, es waren ein paar interessante Informationen bei diesem etwas kürzeren Video mit dabei. Ich freue mich wie immer über Feedback und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.